Wow. Vor allem die Magie lädt sich viel schneller auf, habe ich das Gefühl. Schaut euch das an. Und schon wieder voll. Komm her. Und ich beiß an der Nase. Den schaffe ich jetzt auch ohne den Schutzschild. Boah! So, Ruhe. Ah, die Monster sind bei Hansi. Hansi! Nein! Wow! Jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Nein! Mano! Nein, vergiss es. Wasserweib, komm her. Scheiße! Wie ist sie denn hinter mir gekommen? Nein, nein. Nein, komm, jetzt greif! Geralt, greif an! Du bist der Letzte. Au, au, au! Was? Da kommt noch einer? Bist du wütend, weil ich deine Freunde getötet habe? Komm her, greif mich an! Mistviech. Hansi? Hansi! Hansi! Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Da, Fußspuren. Hopp, 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 hopp. Warte. Da hören die Fußspuren auf. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Muhmen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Du hast die Muhmen gegen dich aufgebracht?
Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad. Sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun. Aber sie waren wütend, denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter, leider nicht bis in die Hölle. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Weise, weise. Da bin ich jetzt wirklich erstaunt. Sehr intelligent. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal, da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist, danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Ich werde denen die Suppe versalzen und die Ärsche versohlen, dass die nicht mehr drauf sitzen können und ihre Zunge eingeht. Wow, was zur Hölle. Mann, lass mich in Ruhe, ich will dorthin. Hör auf, andere Leute zu töten, verdammt. Wie ich's mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben mir eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich arbeite allein. Die Sache geht uns alle was an. Wir wissen nicht, was da drin ist. Deine Männer machen Lärm. Viel mehr als ich allein. Ich vertrete in diesen Landen den Kult des ewigen Feuers. Es ist meine Pflicht, mit dir zu gehen. Also gut. Aber nur du. Der Rest bleibt hier bei Anna. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön. Fangen wir an.
Das wird ein interessanter Kampf, aber wirklich interessanter Kampf. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Oh, und jetzt wollte ich schon gerade nach unten gehen. Toll. Erstmal ein bisschen umschauen. Hexer, nicht ganz der Teufel, für die man sie hält. Weinstein. Weinstein, Weinstein. Weinstein. Geowein. Ich weiß, der war schlecht, aber was Besseres kam mir gerade nicht in den Sinn. Kann ich eigentlich unendlich Sachen tragen? Oder werde ich langsamer, wenn ich mehr Sachen trage? Moment. Mehr Inventar. 70 von 90. Also es hat noch ein bisschen Platz. Da müssen wir anfangen auszusortieren. Alles klar, los geht's. Beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind, siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Sehen wir uns die Puppen mal an. Also, schauen wir uns alles nach der Reihe an, nach an. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Na schön. Ich sehe mir die anderen an. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut. Der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Muhmen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Kaum. Die Muhmen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen.
Wir sollten uns die anderen ansehen. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Du meinst, das ist die Puppe? Kann durchaus sein, aber sicher bin ich nicht. Wir sollten uns die anderen ansehen. An dieser hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. Also zwei fallen weg. Die rote Perle oder das Menschenohr. Die violette Stockrose. Die Frage ist, wissen die Mumen von der Stockrose Bescheid, dass es die Lieblingsblumen von denen sind? Es könnte aber die Perle sein. Aber wie schon der andere sagte, es ist... Fast alle Frauen tragen die. Himmel und Hölle, verdammte Axt nochmal. Interessant. Eine Puppe mit einer... Das ist nicht irgendeine... Ich bin sicher. Ich nehme sie. Nimm doch gerade beide, verdammt. Schnell, nach draußen. Ja! Du bist wieder da. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Mumen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Mann! Die Mumen sind schuld, die Mumen sind schuld. Die Mumen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben, zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen, teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammenzusehen. Tut mir leid, Annie, für alles. Es tut mir leid. Mutter, Tammy, erinnerst du dich? Der Tag an der Ina. Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid. Und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Das macht es auch nicht leichter. Der Schmerz wird vergehen. Das würde ich sehr gerne glauben. Nimm dir einige. Aber dann müssen wir sie begraben und nach Norvegard zurückkehren. Also gut. Wir müssen ihr eine Minute Zeit geben, damit sie sich sammeln kann. Wenn sie sich beruhigt hat, kehren wir nach Norvegard zurück. Zu perfekt.
Mann. Prozent Vitalität. Nein. Angriffskraft plus 5%. So, und jetzt machen wir den hier. Hey! Den hier, hier. Den Mann! Hey! Verschieben. Haben wir eine Taste verschieben? Nein. So. Angriffskraft gleich 15%. Was war das hier? Erworbene Toleranz. Ja, das kann ich nicht gebrauchen. Einen Punkt muss ich freigeben. Verteilen meine ich, nicht freigeben. Das Ausweichen möchte ich lernen. Dieses Ausweichen, das sie ja auch hatte. Also hat, besser gesagt. Acht Punkte. Wie kann ich... Was sind das für Punkte? Entschlossener Kriegertrance. Wenn Schaden erlitten wird, ist dann den Verlust um 20% verringert. Ach. Rüstungsschmelze. Alternativmodus. Das will ich haben. Verdammt. Na gut, dann sparen wir den Punkt. Ich kann wirklich momentan nichts gebrauchen. Lasst mich, ja? Lasst mich, ja? Arme Anna. Die Mumen noch da? Sind sie zurück? Blöd, dass ich mir nicht den Weg gemerkt habe zu Hansis Zimmer. Hansis Räumchen. Hätte gerne gewusst, was er dazu sagt. Gehen wir zum Baron und holen die Belohnung ab. Lauf, Plätze! So hart das jetzt auch klingt. Geschäft ist Geschäft. Wir brauchen die Kohle unbedingt. Schneller. Was zur Hölle? Lauf! Pferd. Was sind denn das für Viecher? Wow. Wisst ihr was? Was das für Viecher sind, ist mir egal. Schissi. Ich muss nämlich jetzt gleich los. Wie weit noch 1000 Fuß? Komm her. Teleportation, los Plätze! Mit dem Rehen reiten. Juhu.
Und wieder muss ich sagen, in solchen Momenten wie jetzt, Hammer. Kompliment. Wirklich, wirklich geil. Da lang. Los, Plätze. Ja, entspann dich, Plätze. Und go, 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 go. Endspurt. Weiter, Plätze. Nicht aufhören, weiter. Hier. Seit Weilen heißt denn hier Halt. War das wirklich so lange bis dorthin? Den Hinweg habe ich nicht so lange in Erinnerung. Na gut, mache ich einen auf Steve. Oh. Mann, du bist ein Pferd, spring einfach drüber. Wir sind vertrieben worden wie Novigrader Hure. Manchmal habe ich das Gefühl, dein Kopf sollte dort hängen, wo der Greifkopf hängt. Oh. Wirst du wohl Gas geben? So, Baron, ich will meine Belohnung. Bitte was? Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. Alleine oder wart ihr ihm behilflich? Wofür zum Teufel hältst du mich? Für einen Mörder? Er war, was er war. Ein Bastard. Aber ich habe ihn respektiert. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen, wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Waisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl und blickt dann nie mehr zurück. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Ich will mich nicht mit diesem Blick verabschieden. Von dem her gehe ich hier hin. Das war's mit dieser Aufnahmesession. Und zwar mit einem richtig traurigen Ende. Was war gerade diese Filmsequenz? Kann man das einem erklären? Wenn ja, schreibt's bitte in die Kommentare. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat,
Dann gib den ganzen Daumen nach oben, würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Klickt einfach drauf. Das war's für diese Aufnahmesession. Danke vielmals fürs Zuschauen. Euer EKO. Tschaußen.